Was wir im Moment nach den USA und in der EU erleben, ist höchst spannend. Völlig verzweifelt wirkende Volksvertreter stolpern von einer mehr oder weniger durchdachten Aktion zur nächsten. Immer in der Gewissheit, es wird nicht reichen. Nachbessern und Alternativlosigkeit sind die Dauervokabeln, die man heute in den Fluren der Machtlosigkeit als permanentes Grundrauschen wahrnehmen kann. Politiker, Menschen, die von uns gewählt wurden, damit sie unsere Interessen vertreten, retten, was sie glauben, retten zu müssen, retten zu können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie verstanden haben, in welcher Maschinerie sie eigentlich selber gefangen sind. Dass sie das nicht haben, kann jeder erkennen, der sich auch nur einen halben Tag mit Ökonomie beschäftigt. Er kann erkennen, unsere Führer stochern im Nebel. Was wir im Moment erleben, ist keine Geldkrise. Es ist eine Sinnkrise. Dieses System taumelt, denn immer mehr Menschen, die bisher geglaubt haben, das System diene ihnen, erkennen, dass sie nur Sklaven sind. Sklaven, die man abspeist, während einige wenige so viel besitzen, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Wie kann man Menschen, die am Boden sind, motivieren, um sich erst zu erheben und dann zu engagieren? Indem man sie befreit. Zuallererst aus den Denkmustern, in denen sie gefangen sind. Diese Denkmuster sind in Wahrheit Käfige, in denen wir, ohne es bemerkt zu haben, großgezogen worden sind. Erziehung, daher das Wort. Erziehung in unseren Schulen und Unis heißt immer noch, dem Großteil der Bevölkerung nur einen sehr geringen Teil des Wissens zugänglich zu machen und parallel dazu die Gebrauchsanweisung mitzuliefern, sprich, wie man das erworbene wenige Wissen, was reichen muss, zu interpretieren hat. Diese Gesellschaft basiert in Wahrheit auf Verknappung von Informationen. Verknappung, der dem Machterhalt dient. Dieser Trick hat eine sehr alte Tradition und beginnt letztendlich bei organisierter Religion. Nur eine Handvoll Männer kannte die Wahrheit und durfte sie interpretieren, sprich die Verhaltensweisen vorschreiben. Dieses Prinzip finden wir auch in allen Subsystemen. Krieg funktioniert nur, weil uns Propaganda einen sehr kleinen Ausschnitt der ganzen Wahrheit präsentiert. Soldaten sollen nur ihre Befehle kennen. Geld funktioniert nur, weil noch nicht einmal das Gros der Bankangestellten begriffen hat, dass Geld heute längst ein von Banken erschaffenes Kunstprodukt ohne reelle Warendeckung ist. Der Bürger hält Geld nach wie vor für eine Metapher, der echte Güter gegenüberstehen. Als das noch der Fall war, sprich zum Beispiel der Dollar, durch Gold gedeckt war, funktionierte das aber auch nur, weil Gold ein sehr seltenes Edelmetall ist, dessen Preis an den Goldbörsen künstlich manipuliert werden konnte und wurde. Auch hier griff das Prinzip der Verknappung als wesentliches Tool, um Herrschaft auszuüben. Kapitalismus ist nur deshalb so erfolgreich, weil wir nur das Endprodukt sehen. Nie wie es von wem, zu welchen Konditionen für sich und die Umwelt erzeugt wurde. Was war zuerst? Das iPhone oder der tote chinesische Arbeitssklave? Solange wir nichts von ihm wissen, solange wir nur Teile der Wahrheit kennen, so lange funktioniert dieses System. Dass es nicht mehr oder besser immer weniger funktioniert, hat vor allem mit dem Informationsfluss zu tun. Der Staat und die von ihm immer stärker kontrollierte Presse hat ihr Informationsmonopol verloren. Jeder, der heute ein Mobiltelefon mit Kamera besitzt, ist ein Lieferant von Nachrichten, ein schlafender Reporter. YouTube ist der größte Nachrichtenkanal der Welt, nur dass er ohne Chefredaktion auskommt, also ohne Person X, die unbequeme Wahrheiten im Auftrag wegfiltert. Um auf die Finanzkrise zurückzukommen. Was wir hier im Moment erleben und von den Nachrichten verkauft bekommen und was für viele sich chaotisch darstellt, ist in Wahrheit der Kampf der bisherigen Steuerungssysteme. Die beiden großen Gruppen, die Macht unter sich aufgeteilt haben, bekämpfen sich selber. Da haben wir auf der einen Seite die klassische Realwirtschaft. Einige wenige Familien, denen ein Großteil des echten Kapitals gehört. Firmen, Banken oder Land. Und auf der anderen Seite die Großbanken, die vom Staat das Monopol übertragen bekommen haben, Geld zu produzieren, indem sie es per Tastendruck erschaffen und gegen Zins und Zinseszins an uns alle, also unseren Staat, verleihen. Diese beiden Gruppen, die nur einen sehr kleinen Teil der Menschheit ausmachen, aber global am Drücker sitzen, kämpfen um die Weltherrschaft mit allen Mitteln. Die Banken nutzen ihre guten Kontakte zur Politik, die Realwirtschaft zur Presse. So erklärt es sich, dass zum Beispiel ein Strauß Kahn plötzlich für etwas verhaftet wird, was allen Beteiligten seit Jahren bekannt war. Sexsucht. Das Verfrachten Kahns in den Knast war nichts anderes als ein Schuss vor den Bug von Seite A an Seite B. Kahn ist ein Bankenmann und die Banken sind weltweit dabei, die Inflation hochzutreiben und damit die Besitzer von reellen Werten zwangs zu enteignen, also die Seite B. Dass die Banken ganz privat Kunstgeld mit immer neuen Namen erfinden und an den Börsen verkaufen konnten, ist Teil eines Spiels, das wiederum die Wirtschaft angekurbelt hat, als sie der Politik, wie schon so oft befahl, ihren Wirtschaftsraum zu verteidigen bzw. auszudehnen. Stichwort Öl. Öl ist im wahrsten Sinne des Wortes der Schmierstoff, der das Rad des Kapitalismus am Laufen hält. Nur dieses Rad wird inzwischen von immer mehr Volkswirtschaften genutzt, Stichwort China, während die Energiequellen nicht zunehmen. Also gilt es, die bestehenden Ressourcen zu schützen und neue durch Präsenz zu verteidigen, indem man Truppen schickt. Natürlich in die Ecken, wo das Öl zu Hause ist, arabischer Raum.
Krieg allerdings kostet. Zum Beispiel die USA jeden Tag 400 Millionen Dollar und dieses Geld drucken dann die Banken. Ein Kreislauf schließt sich, der als Kollateralschaden im Moment den Euro kaputt macht, denn der ist langsam aber sicher zum Konkurrenten des Dollar geworden. Ein zerschlagener Euro wertet den Dollar indirekt auf. Der ist zwar selber nicht mehr das Papierwert, auf dem er gedruckt ist, aber, und nur darum geht es, er wird weltweit benutzt und hat damit quasi künstlichen Wert. Neues Dollarland ist den Dollarbankern willkommen. Und wenn morgen Griechenland, Italien, Spanien und Co. aus der Eurozone rausfliegen und stattdessen den Dollar einführen würden, würde uns die Presse das auch als Erfolg verkaufen. Das stimmt auch, solange das Prinzip des Kapitalismus dabei bestehen bleibt, ein Prinzip, das auf Haben, nicht auf Sein aufbaut. Wir alle wissen, dass uns dieser Lifestyle mit all seinen Folgen umbringen wird. Wir wissen auch, dass die Mächtigen sich selber nie aus diesem Irrsinn befreien können, denn dazu müssten sie alles aufgeben, was sie ausmacht. Was also tun? Fangen wir, das Volk, ganz praktisch bei unserem Konsum an. Der Kunde ist König. Verzichten wir auf Produkte, die uns nur von der Werbung als etwas verkauft werden, was wir unbedingt brauchen, um über den nächsten Tag zu kommen. Kollektiver Konsumverzicht ist mächtiger als alle Banker zusammen. Viel wichtiger aber ist, dass wir Wissen dahingehend teilen, indem wir den Globus in eine Netzdemokratie verwandeln. Wir alle haben etwas gemeinsam. Wir sind die Mehrheit und wir haben keinen Chefposten zu verlieren. Was wir verlieren können, ist den Frieden und damit letztendlich unser Leben. Gewinnen wir die Kontrolle über unser Leben zurück. Alles, was wir dafür brauchen, ist schon da. Das Netz, das Internet, als Tool der außerparlamentarischen Opposition und eine Handvoll Kameras, die Vater Staat überhaupt aufstellen lassen, um uns zu beobachten. Fangen wir mit eben diesen Kameras an, unsere Volksvertreter zu beobachten, und zwar permanent. Soll heißen, die Zeit, in der sich unsere Vertreter von uns abschotteten, um hinter geschlossenen Türen über unsere Zukunft zu verhandeln und Entscheidungen zu treffen, diese Zeit muss vorbei sein. Alle Sitzungen müssen live ins Netz gestreamt werden. Wir wollen wissen, was passiert. Wenn Verhandlungen scheitern, heißt das nichts anderes, als dass die, die am Tisch saßen, keine weiteren Lösungen parat hatten, um den Konflikt zu beseitigen. Helfen wir diesen Menschen. Setzen wir uns digital mit an den Tisch. Machen wir Vorschläge. Aber dazu müssen wir wissen, was vor sich geht. Live und nicht Monate später. Beerdigen wir den Beruf des Berufspolitikers mit all seinen Folgeschäden für uns. Wer übermorgen in die Politik geht, sollte sich darauf einstellen, dass dieser Beruf mehr mit der Krankenpflege zu tun hat, denn wie heute mit dem Chef eines Großunternehmens. Politik ist ein Beruf aus dem Sozialressort. Der Politiker von morgen sollte schon vor seinem Job wissen, dass dieser nur von sehr kurzer Dauer sein wird. Er sollte mit einem Grundeinkommen bezahlt werden, damit das Volk sich sicher sein kann, dass er weder wegen Geld noch wegen Macht den Beruf auf Zeit ergreifen möchte, denn beides ist vorab so stark begrenzt und endet, dass es kein Anreiz sein kann. Was wir brauchen, ist globale Netzdemokratie, die mit lokalen Fenstern das Volk an allen Prozessen tagtäglich beteiligt. Die dabei gewonnenen Informationen dürfen aber, und das ist elementar, nicht wieder von privaten Global Playern verwaltet und zur Steuerung von uns missbraucht werden können. Wenn wir das nicht vorab sicherstellen, indem wir eigene Netze, volkseigene Netze schaffen, wird das nichts mit der neuen Freiheit. Denn Facebook, Apple oder Google könnten schnell das tun, was zum Beispiel IBM im Zweiten Weltkrieg tat, indem es Nazi-Deutschland Rechenmaschinen verließte, um offiziell das Volk zu zählen, aber inoffiziell dabei half, den Holocaust zu organisieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Information als solches nie mehr durch private Organisationen verwaltet wird. Dann brauchen wir auch kein WikiLeaks mehr, denn wir alle wären WikiLeaks. Lernen wir von unserem Gehirn. Das Gehirn hat vor sich keine Geheimnisse. Alles Wissen, das ein Mensch in sich trägt, ist für ihn auch zugänglich, bewusst oder unbewusst. Nutzen wir diese Zeit der kollektiven Bewusstlosigkeit, indem wir uns bewusst machen, dass wir bewusst handeln müssen, um das Bewusstsein, das bewusste Sein statt des unbewussten Habens für zukünftige Generationen zu öffnen. Dann können Taten folgen. Dann.